Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Factory Design Pattern anschauen. Es ist eben, wie schon erwähnt, ein Creational Design Pattern, hat also mit der Erstellung eines Objekts zur Laufzeit zu tun. Und die Grundaufgabe einer Factory ist eben erstmal, dass sie für einen Nutzer ein Objekt erstellt, dass der Nutzer wiederum eben über eine Abstraktion ansprechen kann. Und warum macht man das natürlich? Man möchte in bestimmten Clients eben die gegen Abstraktionen programmieren, kann sich aber nicht alle Objekte, die man nutzen möchte, einfach statisch in den Konstruktor initiieren lassen, sondern man möchte eben, wenn eine bestimmte Methode ausgeführt wird, eigentlich ein neues Objekt zu einem Interface bekommen, und genau darüber nutzt man eben andere Factory-Objekte, die eben für den Nutzer dann diese Objekte erstellen. Also der eine Punkt ist eben, dass eine Factory eben letztendlich für ein bestimmtes Objekt oder für einen bestimmten Nutzer ein Objekt zu einer Abstraktion erstellt. Der andere Punkt ist eben, dass man in dieser Factory natürlich auch den kompletten Erstellprozess für ein bestimmtes Objekt abkapseln kann. Und dazu gehen wir einfach gleich mal ins Beispiel. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz darauf eingehen, was es denn für Varianten der Factory gibt. Die simpelste ist die sogenannte Factory Method. Eine Factory Method ist eine statische Methode in einer beliebigen Klasse, die eben als Rückgabetyp eine Abstraktion hat, und der Client kann eben diese statische Methode einfach aufrufen, sodass eben für dieses Objekt sozusagen oder für die Abstraktion ein Objekt über diese statische Methode erstellt werden kann. Ist meines Erachtens nicht die optimale Lösung, aber man kann sie zumindest im Composition Root einsetzen, weil dort können wir tatsächlich unsere Aufrufe hart koppeln, weil wir dort eben keine, oder dort müssen wir nicht auf das DIP achten. Im Composition Root möchten wir alle Abhängigkeiten zwischen den Objekten auflösen. Also, wir haben hier letztendlich eine statische Methode in der Factory Method. Das zweite, was eben möglich ist, ist eine sogenannte Simple Factory. Und die Simple Factory ist eben eine konkrete Klasse, wiederum die der Client kennt. Und auf dieser Factory ist eben eine Create-Methode oder Erstelle-Methode, die eben als Rückgabetyp den Abstraktionstyp hat, wie auch die Factory Method oben. Und auch hier ist eben das Problem, dass der Nutzer die konkrete Factory-Klasse kennt, also die Implementierung. Das heißt, für diesen Create-Method-Aufruf haben wir nicht die Möglichkeit, Polymorphie einzusetzen. Aber auch hier eben im Composition Root kann man eine solche Factory genauso wie eine Factory-Method einsetzen, um Objekte zu erstellen und dann eben aufzulösen. Und das Letzte, was dann eigentlich das richtige Pattern für Factories ist, meines Erachtens, ist eben, dass man hier eben nicht gegen eine konkrete Factory programmiert, so wie das eben in der Simple Factory der Fall ist, sondern dass wir hier eben auch eine Abstraktion für die Factory bilden, und dadurch können wir eben Polymorphie ermöglichen, die hier eben dann erlaubt, dass man verschiedene Factory-Objekte für den Nutzer bereitstellt, und je nachdem, welches Factory-Objekt man dem Nutzer dann gibt, kann er eben verschiedene Objekte zur Abstraktion beispielsweise bekommen. Hier sehen wir auch nochmal UML-Diagramme dazu. Das ist eben das UML-Diagramm für eine Simple Factory. Wir haben hier den sogenannten Nutzer. Der Nutzer hat eben eine Referenz auf ein Factory-Objekt. Das Wichtige ist eben, hier ist keine Abstraktion zwischen Client und Factory. Die Factory hat eben eine Erstelle-Methode, die gibt etwas vom Typ einer Abstraktion zurück.
Und es gibt eben dann tatsächlich einen konkreten Typ. Der Client möchte aber eigentlich gegen diese Abstraktion programmieren und kann deswegen die Factory nutzen, um dort Ersteller aufzurufen, um dann einen konkreten Typ für dieses Element hier zurückzubekommen. Hier sehen wir dann nochmal das UML-Diagramm für die Abstract Factory. Also vielleicht sollte ich auch nochmal ganz kurz auf UML-Diagramme eingehen. Wir sehen hier eben blaue Kästen entsprechen letztendlich konkreten Typen. Grüne Kästen sind Abstraktionen, also abstrakte Basisklassen oder eben Interfaces in C#. Und das hier unten sind aber tatsächliche Klassen, die dann auch Methoden eben sozusagen direkt implementieren und eine Implementierung bereitstellen. Und wir sehen hier eben, wenn wir solche Pfeile haben, die eben hier einen Rand haben und weiß im Inhalt sind, dann heißt es einfach bloß, dass diese konkrete Klasse A und konkrete Klasse B von der Abstraktion ableiten oder beziehungsweise diese implementieren. So. Und wenn wir hier diese Art von Pfeil haben, heißt es letztendlich bloß, dass es ein Feld in Client gibt, der eben hier einmal die Abstraktion referenziert und einmal diese Factory-Abstraktion. Und das ist eben jetzt das Pattern für die Abstract Factory. Wir sehen hier eben, der Client referenziert nicht wie im obigen Beispiel hier direkt einen anderen Typen, einen konkreten Typen, sondern er spricht eine Factory ebenfalls über eine Abstraktion an. Und wir haben hier dann eben den Vorteil, dass wir von dieser Abstraktion verschiedene Factories ableiten können. Und beispielsweise können dann diese Factories unterschiedliche Objekte zurückgeben. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, dass wir dem Client beim Aufruf von Create in unterschiedlichen Situationen eben unterschiedliche konkrete Objekte übergeben können nach diesem Create-Aufruf. Und das hängt eben damit zusammen, welche Factory ich ihm letztendlich beispielsweise per Constructor Injection injiziere. Ja, und dann schauen wir mal direkt in die 4-Gewinn-Solution, wie das da aussieht. Wir hatten dort ja das Spielbrett und ein Spielbrett hat im Wesentlichen eben die Aufgabe, dass sie die Spalten rein zur Verfügung stellt und man kann auch direkt auf diesen zweidimensionalen Array zugreifen für die Plätze. Und das andere Wichtige ist noch, dass man direkt die Gewinner-ID bestimmen kann, indem man hier diese Methode einfach aufruft. Ja, das Spielbrett zu erstellen ist aber eigentlich ein relativ komplexer Prozess. Das heißt, ich muss mir erst diesen zweidimensionalen Array bauen und dann eben die verschiedenen Spalten rein. Und die Spielbrettlinien enthalten sowohl Spalten, gerade Linien, also Spalten, Reihen und Diagonalen in einem. Und dieser komplexe Prozess, den haben wir uns ja auch schon mal in einem vorherigen Video angeschaut, den habe ich jetzt eben in einer Simple Factory hier abgekapselt. Das ist eben die Spielbrett Factory. Hier könnte ich eigentlich sogar sagen, dass ich hier ein Spielbrett zurückgebe. Hier gebe ich tatsächlich bloß ein Spielbrett zurück, aber diese Simple Factory ist jetzt eben dazu da, aus den Angaben, wie viele Reihen und wie viele Spalten eben ein Spielbrett haben soll, dieses Spielbrett zu bilden. Und wir haben hier ja gesehen, ich bilde erstmal tatsächlich diesen zweidimensionalen Array und setze mir danach alle Reihen und alle Spalten zusammen. Und dafür greife ich einfach auf die existierenden Platzelemente direkt zurück. Also ich baue mir dann hier eben alle Spalten und alle Reihen und alle Diagonalen zusammen. Und dann konkateniere ich das Ganze eben noch zu allen Spielbrettlinien und erstelle hier dann eben dieses Spielbrett neu. Und das hat eben den Vorteil, wenn wir in den Composition Root der eigentlichen Applikation dann mal gucken, dass ich eben so ein Spielbrett relativ einfach erstellen kann mit diesen zwei Zeilen. Ich erstelle mir eben eine Spielbrett-Factory und rufe hier dann eben erstelle Spielbrett auf und sage eben, ich hätte gerne 6 Reihen und 7 Spalten und bekomme dann eben einfach von dieser Factory ein
vollkommen initialisiertes Spielbrettobjekt zurück. Wenn ich es jetzt genau nach Pattern machen möchte, hätte ich hier eigentlich iSpielbrettFactory zurückgeben müssen. Also eine Factory ist ja dazu da, dass man hier eben eine Abstraktion angibt, und das habe ich tatsächlich hier nicht gemacht. Schande über mich. Aber wir sehen, wenn wir jetzt hier eben ein Spielbrett nehmen, also oder die Abstraktion nehmen, iSpielbrett, dass sich dann der restliche Code auch nicht großartig ändert. Wir sind eben hier im Composition Root. Also das ist jetzt eben ein Beispiel für eine Simple Factory. Wir sehen hier auch, im Composition Root ist es vollkommen okay, dass man eben gegen konkrete Typen programmiert. Warum? Hier möchten wir ja diese ganzen Indirektionen, die Abhängigkeiten, die wir über Abstraktionen abgebildet haben, eben wiederum auflösen. Ja, und wir sehen hier eben auch, wenn wir diese Factory nochmal genauer ansehen, die hat einen Konstruktor, und die bekommt eben jetzt über Dependency Injection oder Constructor Injection, um genau zu sein, hier eine iPlatzFactory. Und die wird eben tatsächlich genutzt, um jetzt ein Platzobjekt zu erstellen. Wir sehen hier, wenn wir diesen zweidimensionalen Array genauer betrachten, dass wir hier eben einen zweidimensionalen Array von iPlatz-Elementen haben. Ja? Also hier erstelle ich eben den ersten Punkt, und hier erstelle ich eben dann eben die zweite Dimension jeweils. Und hier nutze ich dann, um eben einen konkreten Platz auf eine Stelle IJ zu setzen, nutze ich tatsächlich eben eine Factory, wie man hier sieht. Das heißt, das hier ist jetzt tatsächlich ein Abstract Factory Pattern. Ich habe hier eben tatsächlich für eine Factory ein Interface, und ich kann hier eben angeben, ich habe diesen Spaltenindex und diesen Reihenindex, bitte gib mir mal ein iPlatz-Objekt zurück. Und standardmäßig kann man hier eben einen Platz zurückgeben, wenn man das eben möchte. Ich habe aber letztendlich hier nicht, also für dieses Spielbrett möchte ich nicht bloß iPlatz-Objekte verwenden, sondern ich nutze hier auch ein sogenanntes anderes Pattern, den Decorator, den wir uns in einem späteren Video nochmal genauer ansehen werden. Das ist eben eine Klasse, die einen Platz kapselt, dasselbe Interface wie dieser implementiert und aber noch zusätzliche Methoden bereitstellt. Wie gesagt, den Decorator schauen wir uns später noch genau an. Aber letztendlich landet eben in diesem Spielbrett keine Platzobjekt, sondern tatsächlich ein Platz ViewModel Decorator, der eben letztendlich von dieser Factory gebildet wird. Also wir sehen hier eben, wir haben hier tatsächlich dieses Interface, eine iPlatz Factory implementiert, und dieser gibt dann eben hier natürlich einen neuen Platz zurück, aber eben auch einen sogenannten Decorator, der dieses Platzobjekt nochmal kapselt. Es gibt dann auch noch eine Übungsaufgabe zu dieser Spielbrett-Factory, wie wir hier eben sehen. Prinzipiell muss man aber Factories einfach so verstehen, dass sie eben für das Erstellen von komplexen Objekten genutzt werden können. Also wir haben hier eben das Beispiel gehabt, ich möchte hier ein Spielbrett erstellen, und dieses Spielbrett ist eben komplex aufgebaut. Das heißt, ich muss mir erstmal einen zweidimensionalen Array erstellen und dann aus den Plätzen, die ich hier eben initialisiere, noch die Reihen zusammenbauen, die Spalten zusammenbauen. Und wir sehen eben hier, dass ich hier jeweils bloß die existierenden Plätze, die ich hier oben tatsächlich instanziert habe, auch dass ich auf diese Elemente einfach bloß zugreife und die in entsprechende Collections verpacke, wie wir das hier eben sehen. Und damit sind wir auch am Ende für dieses Video. Ich
Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich nochmals vielen Dank und bis bald.